Hallo und herzlich willkommen bei technophil.de bei meinem Unboxing und ersten Eindrücken vom Lenovo Yoga Tablet 2, das ich hier vor euch habe. Und zwar ist das die Version mit Windows drauf, da kommt direkt eine Tastatur mit, ist von der Hardware her durchaus ähnlich dem Volkstablet von Trackstor. Also wir haben hier auch den Intel Atom Z3745 drin, der mit maximal 1,86 GHz pro Kern takten kann, standardmäßig aber eher bei 1,3 GHz unterwegs ist. Das ist also dieser Boost-Modus mit 1,8 noch was. Dann haben wir hier 32 GB Flash-Speicher drin und das ist etwas Besonderes, weil dieses Gerät normalerweise mit 16 GB verkauft wird in Deutschland, zumindest zurzeit exklusiv bei Notebooks billiger mit dieser 32 GB Ausstattung zum gleichen Preis. Kommen wir gleich noch zu. Dann haben wir noch 2 GB RAM drin, Windows 8.1 with Bing drauf, also diese für solche Geräte kostenlose Windows-Variante, die aber absolut vollwertig ist, vergleichbar mit einem ganz normalen Windows 8.1, wie ich es zum Beispiel auch auf meinem Laptop drauf habe. Was das Gerät zum Beispiel von diesem Volkstablet oder auch vielen anderen Konkurrenten unterscheidet, ist der Bildschirm, auch ein 10,1 Zoll Display, aber mit einer Auflösung, die etwas oberhalb von Full HD liegt. Also wir haben hier 1920 Punkte in der Breite wie Full HD, aber höher sind es 1200 Pixel, ein bisschen mehr als die 1080, die bei Full HD üblich wären. Also ein 16:10 Bildschirm anstatt 16:9, wie es bei Full HD oder den anderen HD-Auflösungen üblich ist. Das Tablet-Dock wird so ein bisschen mit so einer Magnetverbindung mit dem Gerät verbunden, aber das können wir uns gleich noch genauer anschauen. Ist aber letztendlich eine Bluetooth-Tastatur, die man auch theoretisch mit jedem anderen Gerät verbinden kann, die man auch mit dem Gerät hier benutzen kann, wenn das irgendwo anders steht, liegt oder hängt. Das ist noch eine der Besonderheiten. Es gibt da so ein witziges Designmerkmal, dass man das Gerät zum Beispiel auch aufhängen kann. Aber ich würde sagen, diese Sachen sollten wir uns angucken, wenn ich das Gerät auspacke. Ein Wort noch zum Preis. Es ist nicht so ganz günstig im Vergleich zum Beispiel zum Volkstablet, das ja nur 199 Euro, allerdings ohne Tastatur, dann kostet hier dieses Paket kostet 399 Euro, also gerade mal das Doppelte. Beim Volkstablet käme mit 50 Euro noch eine Tastatur dazu, 250 Euro. Schon ein deutlicher Preisunterschied dafür, aber dieses hochauflösende Display, dann auch eine, so wie ich das mal erhoffe und von Fotos und so bisher sehe, recht schöne Verarbeitung. Und noch ein wichtiger Punkt technischen Daten, der Akku ist noch ein gutes Stückchen größer. 9600 mAh ist der groß. Und beim Volkstablet sind das, glaube ich, 7000, also nochmal ein Drittel ungefähr oben drauf gelegt. Da sollte man angeblich bis zu 15 Stunden mit auskommen. Das wäre natürlich ein richtig schöner Dauerläufer. Das werde ich versuchen, im Test rauszufinden. Aber heute wollen wir uns das erstmal so im Kurzdurchgang angucken. Also ich würde sagen, lass es uns auspacken. Hier haben wir die schicke schwarze Kiste vor uns. Ich war überrascht, wie klein das Paket ist, weil da ja auch Tastatur und alles mit drin sein soll. Gucken wir noch mal kurz drauf, gibt es hier noch was Spannendes zu berichten, was ich vergessen haben könnte. Ein IPS-Display hätte ich vielleicht noch mit erwähnen können. Bluetooth 4.0 haben wir. WLAN ABGN-Standards werden unterstützt. Und das wäre es dann erstmal, was so wichtig ist hier. Ne? Der Rest ist, glaube ich, weniger spannend. Intel Inside ist klar. Und Dolby, das ist auch noch ein nettes kleines Detail. Das soll nämlich Stereo-Lautsprecher haben, das Teil. So, tadadada. Hier haben wir die Kiste geöffnet. Hier gibt es einen netten kleinen Griff zum Wegschmeißen. Nein, zum Rausholen natürlich. Da haben wir das Gerät schon. Und ich würde sagen, ich mache mal als allererstes diese ganzen Folien hier ab, dass wir es auch ein bisschen besser sehen können. Oder sollte man vielleicht noch hier gucken, steht auf den Folien irgendwas ganz Wichtiges drauf? Nö, finden wir alles, wo der USB-Anschluss ist. Das finde ich auch ohne Beschriftung. Das werden wir dann gleich im Rundumgang uns angucken. Na? Will sich hier nicht voneinander lösen. So. Ach, das ist fast wie Weihnachten, sowas auszupacken. Das macht immer wieder Spaß, auch wenn es ja schon fast zum Job geworden ist. Ja, da haben wir das Gerät jetzt noch hier mit so ein paar verunzierenden Werbeaufklebern rundherum, wie wir das sonst auch von Laptops kennen. Was an dem Gerät besonders auffällig ist und spannend ist, ist die Bauform. Wir haben hier einen relativ dicken Knubbel und das ist auch hier größtenteils aus Metall gearbeitet, fühlt sich auf jeden Fall, zumindest hier dieses Scharnier. Da steckt die dicke Batterie drin. Hier vorne haben wir offensichtlich den Kopfhöreranschluss und hier sehen wir schon einen Micro-HDMI-Anschluss. Das Gerät kann man also auch an einen Monitor oder Fernseher anschließen und damit rückt es wieder mal ein Stückchen näher in Richtung eines
Ja, Ersatz für einen vollwertigen PC, zumindest wenn man da keine großen Rechenaufgaben mitmacht. Dann haben wir hier diesen wirklich schick geschliffenen, ja, ist gar nicht geschliffen, es ist glatt, es ist irgendwie in den Lack reingebaut, irgendwie reingeprägt, dieses konzentrische Muster hier, was natürlich im Licht so ein bisschen mitchangiert. Das dürfte da ein Ausschalter sein. Hier haben wir eine Micro-USB-Buchse, die ist auch on-the-go fähig, also mit einem kleinen Adapter kann man dann auch USB-Geräte wie zum Beispiel Festplatten oder Memory-Sticks, Mäuse und so weiter anschließen, wobei man bei Maus und Tastatur natürlich üblicherweise hier eher mit Bluetooth-Geräten hantieren wird. Das hier dürfte dann die Lautstärke-Wippe sein. Könnt ihr das hören? Die ist tatsächlich so schraffiert, fühlt sich auch richtig nett an. Hat so ein bisschen Spiel hier, aber das wirkt schon noch ganz okay. Hat auch keinen sonderlich deutlichen Druckpunkt, aber ich denke, das tut es für eine Lautsprechstärke-Wippe. Ja, das wäre der Rundgang gewesen. Die Rückseite nochmal, die ist aus so einem leicht gummierten Soft-Touch-Material und dann leicht schraffiert. Das sieht recht edel aus und fühlt sich auch sehr, sehr angenehm an. Und hier sehen wir jetzt nochmal die große Besonderheit des Gerätes, diesen dicken Wulst, den wir hier haben. Und hier könnt ihr vielleicht schon erahnen, da ist so ein Scharnier dran. Und das kann man jetzt hier hochdrehen. Das geht nicht ganz leicht. So, und dann kann man das Gerät zum Beispiel so auf den Tisch stellen und hat das halt hinten so ein bisschen hochgebockt, sodass man ganz bequem zum Beispiel schreiben kann oder auch lesen kann, wenn man nah dran am Tisch sitzt. Hier können wir gerade bei dieser Perspektive auch recht schön die beiden Lautsprecher erkennen. Hier links oben und rechts oben, also auch in dieses große Gelenk eingelassen. Die sollen angeblich auch einen recht ordentlichen Klang liefern. Da bin ich mal gespannt drauf. Hier auf der rechten Seite erkennen wir noch eine Front-Facing-Kamera. Die hat, wenn ich mich recht erinnere, 2 Megapixel. Und wir haben auf der Rückseite eine, die müsste 8 Megapixel haben. Das ist die Hauptkamera hier in dieses Modul auch mit eingebaut. Eigentlich ganz schlau dafür, den Platz zu nutzen. Ja, dieser Stand hier, dieses Klappding, kann man noch zu anderen Sachen nutzen. Man kann das Gerät zum Beispiel auch so aufrecht hinstellen. Auch eine recht praktische Sache. Und als dritte Möglichkeit noch kann man das ganz umklappen und dann kann man diese Öse hier oben benutzen, um das Teil irgendwo an einen Haken aufzuhängen. Ich habe schon Rezensionen bei Amazon zum Beispiel davon gelesen, das wäre das beste Kochtablet, das es gibt. Ganz einfach, weil man es hier sicherlich an so einen Fleischerhaken, an so eine Zubehörleiste einfach dranhängen kann oder an einen Nagel halt an die Wand. Ja, das ist so einer der großen Gags von dem Teil. Und ich muss sagen, das fühlt sich auch alles recht schön verarbeitet an. So diese Haltung hier oder vielleicht in der linken Hand dann eher. Es soll so eine der typischen Haltungen sein, wenn man damit eher lesen will. Man kann halt diesen dicken Wulst hier als Haltegriff ganz gut benutzen. Fühlt sich im Moment recht kühl an, kommt aber jetzt auch gerade relativ frisch noch vom Paketdienst. Und der kalte Herbst hat ja gerade eingesetzt, sodass es noch relativ ordentlich durchgekühlt ist, das Teil. Ja, soweit erstmal zu dem Tablet an sich. Das sieht schon mal sehr schick und edel aus und macht Spaß. Legen wir das mal kurz beiseite und gucken, was noch in der Box mit drinnen ist. Da haben wir hier zunächst einmal so einen kleinen Einsatz. Da vermute ich doch mal schwer, dass das nur Papierkram ist. Do not discard. Ah, das ist die Office Activation Card. Das ist ein Jahr Office 365, also die Online-Variante von Microsoft Office inkludiert. Da kommt auch eine ganze Menge Speicherplatz, ich glaube ein Terabyte oder sowas in der Cloud dazu. Das ist eine richtig schicke Sache, denke ich mal. Gehört aber bei diesen Tablets fast immer mit dazu, muss man auch der Fairness halber sagen. Dann haben wir hier so einen Quick Start Guide, wo sicherlich so ein paar grundlegende Sachen erläutert sind. Das war es dann erstmal vom Papierkram. Hier eine schicke Papphülle, die da reingesetzt wurde. Und darunter kommt dann die Tastatur zum Vorschein, die jetzt erstmal, ja, wo ich nicht so ganz, ja, die werde ich wohl rauskippen müssen. Dann gucken wir erstmal den anderen Kleinkram an. Dann haben wir hier ein standardmäßiges USB-Kabel mit Micro-USB, wie man das bei den Handys auch immer dabei hat. Dann haben wir hier noch ein Ladegerät, das so ein bisschen dicker aussieht, als man das von den Handys her kennt. Aber da würde ich auch mal hoffen, dass ein Gerät mit solch einem großen Akku auch eine vernünftige Kapazität und einen vernünftigen Ausstoß hat beim Ladegerät. 2 Ampere liefert das Netzteil, also ungefähr doppelt so viel wie die meisten anderen Ladegeräte, die wir bei Handys zum Beispiel so dabei haben. Das dürfte trotzdem nicht so super schnell gehen, dann diesen 9600 mAh Akku damit zu laden. Aber gut, das können wir uns ja auch mal anschauen. Dann versuche ich jetzt mal hier die Tastatur rauszukippen. Kommt auch direkt der Papprahmen vom Kleinkram mit raus.
So, dale. Ach, und die ist auch noch versiegelt. So, kurz mit dem Messer aufgeschnitten hier, dieses Siegel oder Plastikaufkleber. Und dann haben wir hier nochmal einen Schuber drin. Menge Verpackungsmaterial. So, da haben wir jetzt noch die Tastatur dazu. Das sieht erstmal ein bisschen eigenartig aus. Da ist offensichtlich nochmal eine Schutzfolie um die Tasten herum. Dann schauen wir mal. So, ich glaube, die hat jetzt auch verloren. Ah ja, die schützt den Hochglanzteil, der zwischen den Tasten ist. Sehr interessant, habe ich jetzt hier so eine Tastaturfolie. Oh, das fühlt sich gut an. Das ist eine mehr oder weniger vollwertige Tastatur, wenn ich das richtig sehe. Hier unten natürlich der Cursor-Block und Bild rauf, Bild runter. Sehr stark komprimiert zusammengefasst. Auch hier rechts, diese Tasten sind alle etwas kleiner. Aber erstmal macht das einen guten Eindruck, abgesehen davon, dass jetzt auf diesem Untergrund hier stark wackelt. Dann gucken wir mal, was wir bei der Tastatur noch dabei haben. Nochmal wichtige Produktinformationen. Lesestoff für langweilige Abende. Quick erste Schritte. Das ist aber mal eine nette Übersetzung. Quick erste Schritte, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja gut, da steht sicherlich darin, wie man die mit dem Gerät dann pairen kann. Und hier haben wir nochmal ein Micro-USB-Kabel, diesmal lang verpackt irgendwie. Ja, jetzt wollen wir nochmal ganz kurz gucken, wie das im Zusammenspiel aussieht. Ein Riesenstapel Müll häuft sich hier an. So, jetzt kann ich das Gerät hier klack so einrasten und kann das Ganze wie ein Cover die Tastatur hier oben auf das Tablet drauflegen. Damit ist natürlich auch das Display dann geschützt. So, dann kann man das hier so aufklappen, muss dafür dann aber unten den Fuß aufklappen. Und das ist so ein bisschen blöd, da fehlt irgendwie eine Öse, beziehungsweise bei den großen Versionen, es gibt noch eine 13 Zoll Version hiervon, da gibt es einen kleinen Knopf, der das aufschnappen lässt hier. Hier muss man das irgendwie mit dem Fingernagel rausfummeln oder halt unten an dem Gerät, an diesem großen Wulst drehen, an der Achse quasi. So, und jetzt haben wir hier im Prinzip einen kleinen Laptop, der allerdings nicht so die große Flexibilität besitzt, wie das bei einem Laptop üblich ist, mit der Verstellung hier, obwohl das geht noch, auch wenn dieses Gelenk hinten nur in nur einer oder zwei Positionen einrastet. Wirkt jetzt noch relativ stabil hier. Also wenn man mal irgendwo ungünstig sitzt und das ein bisschen flacher stellen muss, würde das auch gehen. Wir können es natürlich auch einfach vom Magneten abnehmen und so vor uns auf den Tisch legen. Das Display würde sich automatisch mitdrehen. Und da das halt eine Funkverbindung ist zwischen beiden, dass hier seinen eigenen Akku hat, der auch separat geladen werden muss, geht das halt auch so. Ja, das macht erstmal schon mal einen tollen Eindruck und ich freue mich schon darauf, den ersten Artikel mit dieser Tastatur hier mal zu schreiben. Die fühlt sich auf jeden Fall für so ein kleines Gerät sehr, sehr ordentlich an. Wollen wir zunächst mal gucken, dass wir das Tablet alleine ohne Tastatur einschalten und gucken, ob wir es vielleicht kurz ein bisschen einrichten können. Da tut sich schon was. Und... ja, super, ich habe es jetzt falsch rum hingelegt. Erstmal muss man das wohl so rum machen. Ups, dann legen wir hier mal was drunter so lange. So, wenn das einmal fertig eingerichtet ist, nach dem Bootvorgang sollte sich der Bildschirm ja automatisch drehen, so dass man es tatsächlich in der Position, wie es eben liegen hatte, auch nutzen kann. Im Moment. Beim Booten geht das offensichtlich noch nicht. So, endlich hat das Gerät fertig gebootet. Das hat einige Minuten gedauert. Jetzt können wir das erste Mal das bedienen. Ähnlich wie mir das auch bei dem Trackstore-Gerät aufgefallen war, läuft das hier nicht so komplett ruckelfrei. Ganz kleines Zuckeln ist da drin zu erkennen. Kann man sehr schön in dem N hier von OneNote erkennen. Aber ansonsten macht das Display erstmal schon einen wirklich schönen Eindruck. Versuchen wir mal, gucken, ob wir die Blickwinkel ein bisschen zeigen können. Das ist natürlich mit den ganzen Reflexionen hier jetzt ein bisschen schwierig. Also von unten, von oben gesehen, dunkelt es relativ deutlich ab. So ein bisschen abdunkeln kann man hier drin erkennen, aber es macht so schon mal einen guten Eindruck. Ich muss jetzt gleich nochmal schauen, wie die Helligkeitseinstellungen sind, wo wir die haben.
Das können wir aber dann im Nachgang nochmal machen. Bildschirm, da sind wir doch hier. Helligkeit. Oh, das geht aber deutlich heller. Das sieht doch schon mal schöner aus. Und dann ist der Effekt auch deutlich geringer. Der Abdunklung fast gar nichts. Das ist auch über die Ecken hinweg. Ist das. Sorry für die ganzen Reflexionen hier, aber so ein großes Gerät kann man nicht in einem dunklen Raum irgendwie aufnehmen. Das geht bei Handys schon eher noch zu handeln. Ja, macht erstmal einen sehr schönen Eindruck. Dieses ganz leichte Zittern in dem Scrollen hier sehe ich auch hier, aber nicht stärker wie in einem auf dem niedriger auflösenden Trackstore-Gerät. So, schalten wir einfach mal die Tastatur ein. Mal gucken, ob das hier so vielleicht schon ganz intuitiv machbar ist. Hier haben wir einen kleinen Einschalter. So. So, nachdem ich die Tastatur hier unten mit dem kleinen Schalter eingeschaltet habe und den mal ein bisschen nach hinten gezogen habe, das ist der Pairing-Modus, dann erscheinen hier tatsächlich in der Bluetooth-Verwaltung unter Windows die Tastatur und außerdem noch ein Telefon hier. Das wollen wir aber jetzt eigentlich nicht koppeln. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Das BKC 800 wird anscheinend verbunden. So nennt sich die Tastatur wohl. Die Verbindung ist aufgebaut. Ihr seht jetzt hier, das BKC 800 ist verbunden. Mal gucken, tatsächlich, ich kann jetzt hier mit der Tastatur auch Sachen auslösen. Habe ich auch schon einen Mauszeiger? Jo, da habe ich einen Mauszeiger. Fühlt sich erstmal ganz komisch an, weil das Maus, das Touchpad hier ist sehr rau gestaltet, wie auch die anderen Oberflächen auf der Tastatur. Fühlt sich so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen die Struktur von Leder, fühlt sich aber nicht ganz danach an. Es ist halt ein Soft-Touch-Material, was so ein bisschen gummiartig ist. Und so eine leichte Lederstruktur eingeblendet hat. Wollen wir mal gucken hier. Das ist ein richtig deutliches Klickgefühl. So, Tastatur ist angeschlossen, funktioniert. Wir können jetzt hier einfach mal in die Eingabe reingehen. Das ist natürlich jetzt ziemlich ungeschickt. Das muss man eben noch abgewöhnen, dass er das nicht automatisch macht. Ich will ja gar nicht die Tastatur hier jetzt sehen. Tastatur ausblenden. Jetzt könnte ich hier oben irgendwie was eintippen. Mal gucken. Lenovo zum Beispiel. Suchen wir mal auf technophil.de. Was haben wir schon zu Lenovo geschrieben? Ja, stimmt. Ich hatte das Vibe mir zum Beispiel angeguckt. Und der Rest ist schon relativ alt. Oh, das fühlt sich richtig schön butterig an. Hier zittert zwar so ein bisschen optisch gesehen. Weiß nicht, ob das jetzt eine Performance-Geschichte ist oder an der Darstellung irgendwie liegt. Das geht sehr, sehr flüssig. Aber insgesamt fühlt sich das hier jetzt erstmal sehr angenehm so von der Navigation an. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass man mit dem Teil sehr schön surfen kann. Ein bisschen habt ihr es vielleicht eben gemerkt, man hat sehr schnell das etwas ein bisschen bewegt hier, anstatt einen Link auszuführen. Da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, vielleicht kann man das auch noch ein bisschen feintunen. Ja, soweit würde ich mal sagen zum Unboxing und zu den ersten Eindrücken vom Lenovo Yoga Tablet 2 in der Windows Edition mit 32 GB hier, die exklusive Variante von Notebooks billiger. Wie gesagt, ansonsten für den gleichen Preis nur 16 GB drin. Ist, denke ich mal, eine sehr, sehr spannende Sache. Auf jeden Fall ein hochpreisigeres, aber auch ein hochwertigeres Gerät als das Trackstore Volkstablet. Das will ich jetzt hier auf keinen Fall schlecht reden, aber das Lenovo-Gerät ist schon ein klein bisschen edler und mir macht es bisher richtig Spaß. Ich bin mal gespannt, wie so der Praxistest damit aussehen wird. Ich werde dann schauen, dass ich dann in den nächsten Wochen nochmal einen Artikel nachschiebe und so ein bisschen Erfahrungen mit dem Gerät im Alltagsgebrauch bringe. Werde auf jeden Fall auch, wie ich das auch bei dem Trackstore schon angefangen habe, gucken, inwiefern ich das im Alltag als Computerersatz nutzen kann. Jetzt nicht unbedingt zum Videoschneiden, aber um zum Beispiel mal einen Artikel für Technophil zu schreiben, E-Mails zu beantworten und ähnliches. Das sollte mit der Tastatur hier recht gut gehen. Auf die Tastatur des Trackstore warte ich ja leider immer noch. Dann bin ich mal gespannt drauf, wie ich die beiden auch insgesamt so ein bisschen vergleichen kann. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall in einem Testbericht drauf eingehen. Ja, soweit jetzt erstmal von hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch gerne einen Thumbs up bei YouTube. Und wenn ihr die kommenden Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal oder folgt mir auf Google+, Twitter bzw. per RSS-Feed. Es kommen noch ein paar sehr spannende Sachen. Zum Beispiel habe ich im Moment das Acer Liquid Jade Plus hier. Ein sehr flaches, recht stylisches Smartphone, was so ein klein bisschen an die Galaxy-Serie S3, S4 erinnert vom Design her, aber eine wirklich schöne Sache ist.
Auch mit interessanten Software-Features drauf, zum Beispiel Navi von TomTom schon vorinstalliert. Davon sollte demnächst auch der Kurztest kommen, genauso wie vom Vico Rainbow 4G, also der LTE-Version des Bestsellers der Franzosen. Dann habe ich noch das LG G3 hier, was ich auch mal noch im Test euch präsentieren möchte. Das Honor 6 ist gerade dran gewesen. Und das Huawei S&Y 550, das ich ein bisschen nach hinten ziehen muss, weil da gibt es ein paar Problemchen, aber gut, das werden wir auch auf jeden Fall, denke ich mal, auch noch hinkriegen. Ja, soweit erstmal hier vom Unboxing des Yoga Tablet 2 in der Windows Edition. Schickes Spielzeug. Ich freue mich darauf, das jetzt näher zu testen. Bis denn, euer Klaus von technophil.de.